Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Woche vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und wie ihr hier schon seht, sind wir am Silageballen pressen. Aber nur mit einem Ziel, und zwar um die Ballen dann möglichst rasch zu verkaufen. Und der Kurs hier auf diesem Feld 6 oder auf der Wiese 6 ist ein bisschen merkwürdig, wie wir hier sehen. So ein bisschen griechische Inseln-Style. Aber naja, wir hoffen mal, dass der Fahrer hier alles gut zu Ende bringt. Weil wir werden noch auf zwei verschiedenen Hochzeiten tanzen. Dazu brauchen wir zum einen einen Drescher. Ich hätte aber gern den Einser. Dazu hätten wir gern einen Drescher. Und ein Fahrzeug, was abfahren kann. Fragt ihr euch bestimmt, ja, aber Feld 19 ist noch gar nicht so weit. Wenn wir hier gucken, da fehlt noch eine Stufe Erntereife und die möchte ich auch haben. Deshalb werden wir woanders hinfahren. Und wir fahren einfach mal vom Hof, Moment. Hier vom Hof nach Sülsfeld Nord. So. Nein, halt, Moment. Moment, nein. Oh, verdammt. So wollen wir eigentlich fahren. X. Mann. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum kann ich denn nicht mehr? Hä? Ich kann den nicht mehr steuern. Ich kann den nicht beenden. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Bug? Den kenne ich noch gar nicht. Yo! Ja, ich würde sagen, Houston, we have a problem. Okay. Der hier zurücksetzen. Okay, das Mähwerk hat sich, glaube ich, alleine richtig hingesetzt. Das ist schon mal gut. Aber ich kann den nicht mehr beenden. Was soll denn das? Der ist immer im Arbeitsmodus. Jetzt haben wir's. So. Nein. Ja, das müssen wir aufklappen. Ja. Da haben wir ja eine Riesenkatastrophe gleich zu Beginn. Worum ich mich heute eigentlich nicht kümmern möchte, ist das Sägewerk. So, jetzt probieren wir es nochmal. Wir haben eher das Richtige eingestellt. Und wir wollen von Hof zu Sülsfeld Nord. So, jetzt aber. Big M muss man hin und wieder schauen, weil das liegen eben. Nein. Hm.
liegen eben hin und wieder Ballen rum, die unsere Arbeit behindern. Aber das kennen wir ja schon von der Krone Ultima, dass die Ballen einfach irgendwie ablegt. So. Abfahrer einstellen. Ich hoffe, er hat den richtigen Kurs. Ja, hat er. Also wie gesagt, da wird man einige Male nachgucken müssen. Aber ansonsten arbeitet das Teil hier wirklich zuverlässig. Und hat uns auch schon einige Ballen gepresst. So, wie ich habe gesagt, ich brauche noch einen Abfahrer. Den nehmen wir hier, den John Deere. Mit diesem Anhänger. Und wie ich gemerkt habe, ist es gar nicht mal so schlecht, was wir hier getan haben. Warte mal. Dann können wir hier die Kapazität nochmal erhöhen. Y. Weil wir können hier stehen und dann direkt sagen, wir fahren vom Hof nach Sülsfeld Nord und er sollte den Weg von hier aus automatisch finden. Der fährt nämlich erstmal zum nächsten Wegpunkt und richtet sich dann auf die Fahrspur ein. In der Regel. Da hat er jetzt kurz mal einen Hänger gehabt, aber normal geht's. So, und dann haben wir noch einen dritten hier. Moment, warte mal. Den hier können wir auch mal nehmen. Den habe ich schon umgebaut auf Rundballen. Und den können wir vom Hof zur Wiese 6 fahren lassen. Dann steht er da nämlich schon parat. Den Fahrer einstellen. Auch sehr gut. Tschüssikowski. Und dann haben wir noch den Xerion. Der Xerion steht noch bei der Sojamilchproduktion. Und der könnte doch eigentlich mal wieder ein bisschen Milch transportieren. Hier geht nämlich nichts voran, weil wir keinen Treibstoff haben. Treibstoff haben wir aber. Haben wir aber noch ein bisschen. So, jetzt lass mal gucken. Wir nehmen einfach den Weg hier. Treibstoff haben wir aber noch ein bisschen beim Industriepark. Und hier wollte ich auch was gucken. Ich wollte gucken, ob wir hier irgendwo... Was nimmt der hier an? Ob wir hier so eine Station haben für Silage, wo wir die Ballen verkaufen können. Aber es sieht nicht so aus. Nee. Schade. Aber vielleicht bei der anderen BGA. Beziehungsweise bei BayWa. Da gehen wir doch gerade mal schnell schauen. Lexion ist schon angekommen. Das ist nice. So, hier habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es hier was. Das sieht auch nicht so aus. Wobei wir vielleicht auch einen Teil in den Futtermischer bei den Kühen reinhauen können. Müssen wir mal gucken. So, Lexion ist da. Das ist supi. Dann können wir hier nämlich starten, was wir starten wollen. Ich habe mir nämlich gedacht, wir müssen vorwärts kommen. Um vorwärts zu kommen, gibt es eigentlich nur eins. Das heißt, wir müssen noch ein Feld kaufen. So, der Trigger ist da hinten. Gehen wir da mal schnell hin. Hier irgendwo muss der sein. Okay. Er wird hier halt nicht angezeigt.
Hier müsste besser sein. Ha! So. Wir können uns dieses Feld nämlich kaufen. Ich wollte es kaufen. Ich wollte es nicht hier mit einem Case bearbeiten. Ja, es ist immer ein bisschen doof. Ich klicke mich da so gerne. Ich muss mal kurz 10 Sekunden warten. Und dann geht's weiter. Mission fehlgeschlagen. Genau das ist das, was wir wollten. Und jetzt gucken wir einfach über das Menü hier. Feld 15. Besuchen. Kaufen. Jawohl. Ich weiß, das Feld ist nicht groß. Aber dieses Feld hat genau dieses... diese Ressource drauf, sage ich jetzt mal, die wir haben wollen, nämlich Raps. Raps brauchen wir unbedingt noch, um eben Treibstoff zu produzieren. Na, hallo? Muss ich so genau fahren? Will ich mir den Fendt-Rang-Kurs noch nicht geben. So, jetzt. Warum kann ich hier nichts einstellen? Ah, okay. Natürlich. Feldarbeit. Dresche fährt selber abtanken. Das haben wir noch nie gemacht. Will ich auch nicht. Wie breit ist denn unser Schneidwerk? Ich hab's schon wieder vergessen. 13,7. Dann passen die 13,6. Feld 15, aktuelle Startposition, 2 Vorgewände. Achso, wir müssen erst berechnen lassen. Klar. In der Zwischenzeit sind auch die anderen Fahrzeuge angekommen. Lass mich mal kurz gucken, wie das genau aussehen soll. Ah ja. Schön. Dann viel Spaß. Warte mal, wir machen mal hier. Wir fangen doch lieber mal am Anfang des Feldes an. So, Ende warten. Bitte, danke. Und dann können wir den John Deere mal kurz herholen. Hallo? Entlassen. Ups, sorry. Warte mal, wir machen hier noch einen kleinen Überführungskurs. Hier. Nach da. Sülzfeld Nord F15. Gut. Und dann parken wir den hier mal. Abfahren werden wir nämlich selber dieses Mal. Xerion ist angekommen, das ist gut, dann können wir mal die Milch verteilen. Wir haben zwar noch Milch in der Produktion drin, aber ich denke, es schadet nicht, wenn wir dann noch ein bisschen was nachkippen.
Es ist ja nicht viel, es sind nur 13.000 Liter, aber besser wie nix. Oder besser wie wenn es irgendwann mal leer läuft. Ich kann den nicht absetzen. Hätte den gern abgehängt. Aber die Fliege kann man nicht aneinander hängen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Oder? Die IT-Runner meinte ich natürlich. Nee. Egal. So, wir schnappen uns jetzt das Fässchen hier. Ich hoffe mal, dass es voll ist. Ich weiß es gar nicht. Nee, noch lange nicht. Wo macht es jetzt Sinn? Bringen wir es lieber zum Komposter? Wir haben 70.000 drin. Der ist schon wieder so schnell. Was ist denn da los? So schnell habe ich den doch gar nicht gedrückt. Es sind noch 91 drin. Das heißt, hier müssen wir eigentlich auch mal wieder was nachfüllen. Aber wir haben ja hier drüben schon unsere Silage gemacht. 22%. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube wirklich, dann bringe ich es zur Sojamilchproduktion. Ups. Zu viel unten geschaut beim Curseplay. So, bring das mal weg. Und dann gucken wir mal, ob wir hier schon ein paar Ballen, ob wir schon eine Ladung Ballen war, fertig kriegen. Sieht, denke ich, gut aus. So. Müssen wir nur gucken, dass wir die hier richtig einstellen. Und zwar auf Ultima 1.5. Denke ich. Jawohl. Ja, unser Lexion hat auch ein Problem. Dann gucken wir mal. Der steckt im Verkehr fest. Dann will er wahrscheinlich gerade wenden. Jawohl. Ey, das nervt mich ja schon ein bisschen, gell, dass es hier manchmal so krass übelst leckt. Sagen, wie voll du bist. Oh, schon 50%. Das geht ja flott. Okay. Also, richtig eingestellt. Arbeitsmodus ist auch an. Dann passt das. Ist natürlich jetzt nur ein falscher Ballen drin, aber das ist ja wurscht. Warum hat er den anderen nicht mitgenommen? Ach nee. Die sind kleiner geworden. Kann ich denn jetzt hier ändern? Kann ich jetzt einfach den allen... Nein, kann ich nicht.
Der ist ja doof. Okay, warte. Anschalten. Passt. Dann gehen wir hier hin. Den schalten wir aus. Und dann machen wir 1,3 Ballen. So, jetzt haben wir vorne die großen Ballen drauf und hinten eben die kleinen. Oh, da hat er aber einiges vergessen hier aufzusammeln. Ja, wir haben große und kleine Ballen gepresst. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Das Vorgewende ist noch groß. Ich hatte vorhin das Problem, dass die Dinge leer waren. Die Rollen für die Folie. Und ich nehme an, danach hat er sich verstellt auf die kleinen Ballen. Oh Gott, wir kriegen hier mega viele Ballen raus. Dann können wir uns vielleicht auch gleich noch... Nein! Kurzer Cut. So, liebe Leute, ich hab's geschafft. Musste jetzt alles neu starten. Deshalb müssen wir jetzt hier auch nochmal... Moment. Das Ladegut verändern. Und ich hoffe, dass es dann passt. So. Ich weiß nicht, weshalb es sich manchmal so krass aufhängt. Müssen wir auf jeden Fall eigentlich nochmal mit der Ballenmaschine drüber fahren. Das ist ganz merkwürdig. Das habe ich manchmal und manchmal nicht. Ich habe jetzt alles soweit wieder gestartet. Natürlich auch den Drescher. Und hoffe, dass wir jetzt hier gut zu Ende fahren können. Wir waren... Ne, jetzt hängt schon wieder, ey Mann! So, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Ich würde gern... Aber das Spiel reagiert da nicht mehr. Also, habt ihr irgendeine Ahnung, was es für ein Bug ist? So, Leute, zwischenzeitlich ist das Spiel nochmal abgestürzt. Und zwar wieder, als ich probiert habe, die Ballen zu laden. Deshalb werde ich jetzt mal auf jeden Fall die Krone hier fertig laden lassen. Fertig mähen lassen. Hier unten. Und hoffe, dass es nicht nochmal abstürzt. Beziehungsweise, was ich mir gedacht habe, ist, wir könnten mal probieren, ob nur der LKW, ob es vielleicht am Anhänger liegt. Dass wir nur den LKW fahren. Vielleicht ist es eine zu hohe Belastung. Gucken wir mal, ob das klappt. Können wir... Ne, jetzt hängt schon wieder. Und zwar an der gleichen Stelle wie gerade eben. Mann! Ich habe keinen Bock mehr, echt nicht. Es wird eine kürzere Folge, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss das bis zum nächsten Mal rausfinden, was da los ist. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Morgen dann eine weitere Folge. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.